Willkommen zurück zu Mario und Luigi Paper Jam. Was ist denn hier los? Lieferung aus dem Pilzpalast für die zwei Marios und Luigi. Die zwei Marios. Paper Luigi kommt, glaube ich, irgendwie auch vor, aber ob er ein spielbarer Charakter ist, ich glaube nicht. Aber ich habe gelesen, irgendwie kommt er doch vor. Dieser Brief ist auch für euch! Okay. Was genau meint er jetzt damit? Okidoki. Derweil im Pilzpalast etwa? Ach so, das ist ja ein Brief geschrieben wahrscheinlich. Okay. Liebe Marios und Luigi. Mario, ach, das ist einfach nur köstlich. Das Spiel hat immerhin einen sehr guten Humor. Also das mag ich schon jeweils an dem Spiel. Das mochte ich eigentlich immer an allen Mario-RPGs. Die schönen witzreichen Dialoge. Schön, dass man das hier auch wieder gemacht hat. Ich bin einer der Ich rede die ganze Zeit mit der Peach-Stimme. Ich bin einer der Papiertons, die ihr im Pilzpalast geredet habt. Ich wollte mich für die Rettung meiner Freunde bedanken, das ging ja schnell. Das sind jetzt aber ein bisschen mehr, als wir gerettet haben, oder? Sie sind gerade wohlbehalten im Palast angekommen. Das ist doch viel mehr, als wir gemacht haben. Wir möchten uns natürlich für die Hinterkönig zeigen. Ach so, sag bloß, die haben das jetzt, was die Toadette da gebaut hat, fertig. Diesen, wie heißt der? Ich schau mal kurz nach. Kartonkoloss Mario. Da steht immer hinten auf der Verpackung drauf. Die liegt hier immer noch. Ich hoffe, euer Geschenk wird eurem Kopf nützlich sein. Viel Glück und viele Grüße, die Papiertots. Jetzt sollte ich echt mal mit der Stimme aufhören. Ist ganz schön anstrengend. Okay, du hast etwas für den Einsatz im Kampf erhalten. Oder sind das diese speziellen Attacken, die ich im Trailer gesehen habe, wo der Papier Mario dann auch noch mitkämpft? Alter, ich mache wieder auf den Weg, man sieht dich bei der nächsten Lieferung. Sag, ist das der Post-Todd aus Super Mario Galaxy? Ihr wisst schon, aus Captain Todd's Crew. Andererseits, der war ja pink und der gerade war blau. Das ist doch mal eine schöne Überraschung. Ich wette, wenn ihr noch mehr Papier-Todds rettet, basteln sie euch noch mehr tolle Sachen. Also, haltet weiter die Augen nach Papiertots offen. Ach ja, das gibt's ja auch im Home-Mini zum Sehen. Da sind sie. Unsere Befehle waren, findet und besiegt sie. Ach so, das sind die Kumbas. Gefunden haben wir sie, also auf sie. Na tolle Wurst. Aber ich glaube, das sind jetzt, wie gesagt, diese neuen Attacken, wo Papier Mario dann auch noch mitkämpft. Ihr wisst schon, diese Attacken, die ich im Trailer gesehen habe, wo man dann zu dritt... Also die Trio-Attacken, genau, Trio-Attacken. Da steht's ja eh grad. Dass mir das jetzt gerade auf die Schnelle nicht eingefallen ist. Ich wette, das ist jetzt so ein Einstiegskampf. Das sollten wir gleich mal ausprobieren. Wähle den Kommandoblock Trio-Attacke aus. Hier könnte sich eine Übungsrunde auch lohnen. Okidoki. Wieso hat der gerade BP aufgefrischt bekommen? Habe ich gerade richtig gesehen? Okidoki, Trio-Squash. Das ist bestimmt dieser Hammer, oder? Wie gesagt, da gibt's ja dann noch sowas mit diesen, was sind das? So, ihr wisst schon, so Schläger, mit dem man so verschieden hauen kann. Da gibt es diesen Hammer, das sind eigentlich ganz interessante Attacken. Ihr seht, die kann nur der Paper Mario ausführen, soweit ich weiß. Und, ach so, das ist ein und dieselbe Attacke. Okay, und, irgendwie kommt's mir so vor, dass ich mich anstelle wie, ach so, es wird eh immer angezeigt, wann ich drücken muss. Okay. Ja. Hab gar nicht gewusst, dass das ein und dieselbe Attacke ist, der Hammer, und das mit diesen Schlägern da. Okay, aber ich glaube, gut habe ich es jetzt nicht gemacht. Da muss ich auf jeden Fall noch üben, aber die Attacke ist ja auch brandneu. Ach nein! Wie viel Durchschlagskraft in so einem kleinen Block stecken kann. Ach, das haben die da gebaut, aber ich glaube, diesen Koloss da bauen sie auch noch, oder? Allerdings müsst ihr euch dafür auch zu dritt ins Zeug legen. Wenn einer von euch außer Gefecht ist, klappt es nicht. Das weiß ich doch schon. Diese Attacke verbraucht BP, wie Paar-Attacken auch. Paar-Attacken habe ich lustigerweise noch überhaupt keine eingesetzt. Achtet also immer darauf, genügend Punkte übrig zu haben. Okidoki, Pilz, na bitte. Wo ich gerade schon dabei bin, gelingt es, euch Angriffen auszuweichen? Falls nicht, könnt ihr durch Druck auf X euch auf den Abwehrreflex ausweichen. Dann werdet ihr zwar immer noch getroffen, aber nehmt weniger Schaden. Dann gutes Gelingen euch dreien. Oh, das ist auf jeden Fall nützlich in späteren Bosskämpfen. Das hätte auf jeden Fall sehr nützlich werden können bei... Wisst ihr was? Ich mache jetzt mal eine Paarattacke. Die Bossblume. Ein Klassiker, den gibt's fast in jedem Spiel. Außer in Mario Luigi Superstar Saga. Genau, Taktik ist auch gleich. Den gab's in Partners in Time, in Abenteuer Bowser und in Dream Team. Und jetzt auch in Paper Jam. Eigentlich ist ja Superstar Saga das einzige, wo er dann rein theoretisch nicht vorkommt. Also die Brustblume.
Genau, und die Trio-Attacken kann man scheinbar nur mit Paper Mario machen. Okay, ist auf jeden Fall nützlich, dass wir das jetzt haben. Was Toadette und diese kleinen Paper Tots alles zustande bringen können. Erstaunlich. Okidoki. Moment, etwas wollte ich im Menü kurz nachschauen. Nämlich auf Sammlung. Nicht auf Amiibo. Auf Sammlung. Blöd, dass ich dieses Amiibo-Geld noch nicht habe. Okay, 8 von 50, da gibt es jeweils 50 in einem Areal. Okay, das ist jetzt etwas doof, denn mein 3DS-Akku, merke ich gerade, er ist rot. Und blöderweise habe ich das Aufladkabel in Wien vergessen. Na toll, aber neulich stand noch, er wäre komplett voll aufgeladen. Na toll. Okidoki, wo geht's denn hier jetzt rein theoretisch weiter? Hier waren wir ja schon. Und ja, da waren wir ja schon. Wo könnte es denn jetzt weitergehen? Ich schaue trotzdem noch. Ein bisschen Akkuleistung haben wir ja noch. Im Notfall. Ja, das Anschlusskabel habe ich jetzt leider nicht. Wo könnte ich denn das jetzt herkriegen? Kann ich da vielleicht rüber? Nein. Sieht irgendwie voll aus wie Mario Golf. Also das Toadstool-Tour. Wo könnte es denn hier jetzt noch schnell lang gehen? Ein Pünktchen? Nein. Sekunde mal. Wo geht's denn da jetzt echt lang, wenn ich fragen darf? Oder, Moment. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass... Oh ja, genau, ich habe es mir noch gedacht, diese komischen Plattformen da, die haben irgendwas zu bedeuten. Ganz genau. Ich habe es mir noch gedacht. Okay, frischen wir uns mal allesamt auf. Allerdings wollte ich noch kurz etwas nachschauen. Moment. Ah, na toll. Ich wollte nämlich nachschauen, da drüben war ja auch so eine Plattform und da ist ja so ein komisches Haus in dem einen Areal da. Und da könnte man ja rein theoretisch hinkommen. Deshalb möchte ich da... Oho! Das ist neu, was die da machen. Okay. Da braucht man den Flattersprung. Ja, Papier weht im Wind. Schon lustig. Dann, wisst ihr was? Ich lasse mir das jetzt nicht nehmen. Ich nehme das nochmal. Ich möchte es auch ein bisschen üben, um ehrlich zu sein. Muss man ja können, so eine Attacke. Man weiß ja nie, wann der ein oder andere Bossgegner vielleicht auftaucht. Okay, so... So, upsa, upsa, okay, und, ja, das habe ich auch schon gesehen, der fällt sich dann selber zu einem Schläger, na bitte, so schwer ist das ja doch nicht, wie ich am Anfang geglaubt habe, okay, das ist auf jeden Fall eine tolle neue Attacke, macht auf jeden Fall auch Spaß, man muss sich zwar ein bisschen konzentrieren, aber hey, was wäre denn schon ein Mario-Spiel ohne Passagen, wo man sich nicht feste auf einen Angriff konzentrieren muss, ja, das muss auf jeden Fall sein. Okay, wie habe ich das nochmal gemacht? Da gerade mit den Plattformen. So. Ja, genau so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein Abschnitt war, wo so eine Plattform war. Da schaue ich jetzt auch gleich mal hin. Ist jetzt echt blöd. Ich habe jetzt echt nicht gedacht, dass der Akku vom 3DS so schnell ausgeht. Na gut, ich weiß, dass das Wii U Gamepad sehr schnell Akkuleistung verbraucht. Aber der 3DS, der hielt immer recht lange. Finde ich jetzt eigentlich schade, dass er jetzt doch so lange, dass er jetzt doch nicht so lange durchgehalten hat. Okay, aufpassen, ich möchte in keinen Gegner reinrennen. Okay, der Kumba schläft zum Glück eh. Da noch nicht, oder wo war diese Plattform? Ich glaube da, oder? Ja, genau. Da? Andererseits, es war jetzt doch was anderes. Entschuldige mal. Moment. Wieso geht die Plattform jetzt auf einmal nicht? Hallo? Wieso geht die jetzt nicht? Die eine ging doch gerade. Spinne ich jetzt? Wieso geht die nicht? Oder soll ich da drüben noch nicht hin? Nein, ich möchte jetzt nicht aufgeben. Das schaffe ich. Bei den anderen beiden ging es doch so leicht. Oder irgendwie, mir kommt diese Plattform auch größer vor. Kann das vielleicht sein, dass man die noch nicht machen soll? In die Kommentare damit, falls es einer von euch weiß. Okay. Ich würde vorschlagen, wir versuchen in dem Part jetzt noch was zu erreichen, denn ich glaube, das wird jetzt leider für die nächsten Tage der letzte werden. Das ist extremst dumm. Das Kabel. Habe ich es wirklich in Wien vergessen? Ich bilde mir ein, in Wien habe ich das gar nicht benutzt. Wieso ist es jetzt weg? Ich muss nochmal suchen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss echt nochmal suchen. Ich bilde mir wirklich ein, ich habe das nicht rausgeholt.
Okay, naja, nicht verzagen. Hallo? Na bitte. Oder ging es bei der vorigen auch? Oder hätte ich da einfach nur Dings machen müssen, also flattern? Okay, dann gehen wir mal weiter. Bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Okay. Hey, was sind... Hey. Die Paperbäume! Das ist alles, was Paper macht. Sieht das da, was hat denn das hier zu suchen? Fragt sie sich bestimmt auch. Okay, der fühlt sich natürlich gleich heimisch. So sieht also deine Heimatwelt aus. Sind alles die Grafiken aus Stickers da? Und diese Papierbäume und das ganze Zeug kann man auch aus dem Buch? Wo kommen die dann her, wenn er sagt nein? Wie kam das alles hierher? Frage ich mich jetzt auch. Oh oh, Bowser. Ah, natürlich. Ja, der Papier-Bowser, Paper-Bowser, der scheint da irgendwie seine Hände im Spiel zu haben, habe ich so das Gefühl. Okay, halt, halt, ich möchte den Block anstoßen. Ja, Paper Mario. Okay, schöner Boden, den gab es aber nicht in Stickers da. Das ist auf jeden Fall neu. Okay, wir können uns erstmal, wir können uns schon mal direkt durch diese Wand durchschießen. Aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Und hey, der Sprung musste noch gegolten haben. Ach Gott, auch die Kampffläche. Das finde ich jetzt aber echt super, dass man das so gemacht hat. Okay, der Paper Bowser, der will scheinbar die Welt umändern. Vor allem in die Papierwelt. Na toll. Jetzt sollten wir uns besser aufpassen. Da werden jetzt bestimmt noch einige... Ich habe ja auch im Trailer gesehen, da kommen so diese Glitzergegner aus Paper Mario Stickers da dazu. Ich habe doch Dings gedrückt. Was war denn da jetzt los? Habe ich Schaden genommen? Oder was? Wieso hat er sich jetzt geduckt? Ach so, ich habe X gedrückt. Habe ich den blöden Bonus genommen. Na tolle Wurscht. Okay, komm, die werden wir aber wohl noch schaffen. Die paar lausigen Gegner. So. Okidoki. Level up? Nein, okay. Geht am Anfang schon... Okay, den einen habe ich jetzt keine Lust. Ich möchte in dem Party auch noch was erreichen. So. Okay, ich glaube, die vorige Plattform, die habe ich einfach noch nicht richtig ausgelöst, weil ich nicht geflattert bin. Okay, volle Kanne durchgeprescht. Und Papier Mario? Achso, der ist eh dabei. Paper Mario, jetzt gewöhne ich mich auch schon das öde Papier haben. Okay, schöner Wasserfall. Die Grafiken im Spiel sind auf jeden Fall fast noch schöner als im Dream Team. Okay, neuer Bereich. Mario! Hilf uns! Bowser Alarm! Er hat den Peach-Palast überfallen! Oh oh! War es nur ein Bowser? Jetzt, als du es sagst! Es waren tatsächlich zwei Bowser! Oh oh, die haben sich tatsächlich zusammengetan. Okay. Ja, jetzt kommt wieder der Wald. Ich hoffe Ihnen ständig, dass es Mario und Luigi gut geht. Oh, ich bin mir sicher, dass dem so ist. Und mit ein bisschen Glück haben sie sogar schon Papier Mario gefunden. Oh, oh. Haben sich die beiden jetzt doch vertragen? Oh, wie, dieses Gelächter kenne ich leider nur zu gut. Wir sind wohl wieder an diesem Punkt der Geschichte angelangt. Oh je, nicht schon wieder. Na toll, schon wieder Entführung. Die Clownkarre, die kennen wir ja noch gar nicht im Stickerstar-Style. Was passiert hier? Gib mir die Prinzessinnen! Oh ja, das ist Bowser! Und nicht nur einer. Okay, scheinbar haben sie sich doch irgendwie versöhnt. Ah, noch ein Bowser! Ich allein bin Bowser! Oh mein Gott, ist alles aus! Lauf dem Mutter leben! Wie sie beide lächerlich in den Clownkern aussehen. Warum versuchst du mir ständig die Show zu stellen? Ständig dreht sich alles nur um dich. Hey, dies hier ist auch meine Show. Eine Schlägerei, komm. Na gut, schade, leider nicht. Okay. Oh je, ich fühlte mich so sehr. Mario, hilf mir. Mir fällt gerade auf, das sind ja nicht die echten Prinzessinnen, da stehen sie ja trotz dahinter. Du hörst dich anders an als sonst, Prinzessin. Hast du dich etwa erkältet? Oh, ich fühlte mich so sehr. Mario, hilf mir. Ihr wisst, wer ihr Stündchen geschlagen hat. Das Entführungsstündchen. Da helfen euch solche billigen Tricks auch nicht weiter. Denk ich mir, die waren nicht echt. Oh Gott. Naja, aber wenigstens hat sich Peach mal verteidigt. Jetzt haben wir euch. Paper Bowser schaut nie wirklich nach vorne. Auf geht's. Schnell, verschwinden wir von hier. Oh oh.
toll. Jetzt haben wir zwei Bowsers. Das wurde ja auch in der TV-Werbung angepriesen. Boah, das sehe ich anders. Was ist jetzt los? Ist sie gestolpert? Oh, oh. Okay, die Szene kennen wir da, ja. Mario! Na toll. Wie oft will er das noch durchziehen? Schnell auf zum Pilzpalast! Wir können die Prinzessin noch retten! Da bist du schon zu spät! Oh, oh. Oh, oh. Na toll. Die beiden sind schon längst entführt, aber das habe ich mir eh schon gedacht. Hier, Super Null, neben mir seht ihr das neueste Mitglied von Team Böse. Begrüßt meinen neuen Kumpel, Paper Bowser. Am Anfang hat mir ja gar nicht gepasst, dass er meinem unverwechselbaren Stil geklaut hat. Aber nach einer kleinen Diskussion mit unseren Fäusten ging es uns ein Licht auf. Wir haben etwas Wichtiges gemeinsam. Das Bedürfnis, euch zu besiegen. Okay, was soll jetzt kommen? Ein Kampf? Irgendwie glaube ich nicht, dass ein Kampf kommen wird. Und mit einem Partner war die Entführung der Prinzessin auch gleich viel einfacher. Also Paper Bowser und Paper Peach und links echter Bowser und echte Peach. Auch in den Clown-Kampf. Die Clown-Karte, die sieht bei ihm so dämlich aus. Bei Bowser Jr. kann man es ja noch verstehen, aber bei ihm... Der andere Bowser kann natürlich noch einiges von mir lernen. Ja, denn der Paper Bowser ist irgendwie, vor allem in Paper Mario 1, etwas döf. Von wegen, Peach hatte so gar keine Angst vor dir. Hatte sie wohl. Genug gestritten, zurück zum Thema. Wir kehren zur Festung zurück. Ich weiß ja, dass ihr Hohlmützen uns folgen werdet, wie immer. Also kann ich euch das schon sagen. Oh, oh, oh nein, oh nein, oh nein. Er blinkt, der 3DS. Habt ihr nichts Besseres zu tun? Ab mit euch. Hey, das wird euch auf Trab halten. Kuha! Oh nein, mein 3DS blinkt. Und Mutant-Tyranner. Na toll, ich weiß ja schon, dass sie dabei sein wird. Na toll, Bosskampf und mein 3DS ist jeden Moment aus. Oh toll, 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 toll. Na toll, 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 toll. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt?